Ich bin ausgewandert nach Ibiza. Ich bin hierher gezogen. Das ist richtig cool. Ich glaube ganz basic, ne? Ich bin auf Ibiza. Und das ist richtig cool. Und ich freue mich richtig doll darüber. Dachtest du? Erstmal Entschuldigung für meine Frisur und das T-Shirt, was ich anhab. Ich lebe seit 3,5 Wochen wieder in meinem Van. Dinge haben sich sehr verändert. Ich wohne nicht mehr auf Ibiza. Beziehungsweise, stimmt so nicht ganz, ich bin auf dem Weg nach Ibiza, aber ich fange mal ein bisschen früher an. Mein Leben ist seit so einem Jahr ziemlich scheiße. Also ich habe natürlich da auch ganz viel Erfahrung draus gezogen und ganz viel Sachen gelernt. Aber es ist großteils ziemlich viel scheiße und es hat sehr viele Bad Turns genommen, was mich zu der Entscheidung halt damals gebracht hat, Berlin zu verlassen. Weil einfach sich da mega viele Sachen irgendwie schlecht entwickelt haben und irgendwie super toxic geworden sind. Und ich finde, ich bin voll der Fan davon, auch mal aus Situationen auszubrechen, wenn die einem nicht gut tun. Und das Gleiche ist jetzt aber wieder passiert. Also ich habe Ibiza so ein bisschen als meine neue Idee und meine neue Vorstellungen von wie mein Leben jetzt weitergeht, genommen, ohne mich, ich habe mich da schon mit auseinandergesetzt, aber ich glaube nicht so tiefgründig und habe dann einfach hier gemerkt, dass, I don't know, das nicht so ganz mein Ding ist. Das war, bevor ich das Video gedreht habe, was ihr jetzt sehen werdet, denn ich finde das schon amüsant und ich würde euch das gerne zeigen, da ist auch ganz viel Realness drin. Lustig ist aber, das habe ich gedreht, da war ich so 5 Tage hier auf Ibiza und da dachte ich halt, das wäre jetzt hier der neue Goldrausch, das wäre jetzt so das Ding, das ist jetzt, that's gonna be my new home. Ich habe einige Tage später nicht gemerkt. Das hat dann nochmal einen Monat gedauert und ich war hier lange und habe ganz lange versucht, dass hier alles funktioniert und habe aber irgendwann, bei mir wird es dann immer so physisch, das heißt, ich habe angefangen, ich hatte eine Mittelohrentzündung, habe Antibiotika genommen und dann war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss ganz kurz mich rausziehen, war jetzt 3,5 Wochen offline, habe nichts gepostet, auf YouTube poste ich ja sowieso nicht, jetzt wieder mehr, wahrscheinlich. War 3,5 Wochen offline, war nicht auf Social Media, das tat mir sehr gut. Was ist Squid Game? War heute das erste Mal auf TikTok, what the fuck. In der Zwischenzeit sind super viele coole Sachen passiert. Ich war in Wien ganz lange, ich habe David Dobrik getroffen. Hier ist ein Bild, genau, das ist das Bild von uns. Das ist auch auf meinem Instagram-Profil. Des Weiteren habe ich einen Workshop gemacht, rausgefunden, was ich jetzt will. Und habe auch rausgefunden, dass ich nicht mehr bei Ibiza wohnen will. Dass hier alles kommuniziert, mit den Bewohnern auch. Ich habe die auch alle wahnsinnig lieb. Ich wollte auf jeden Fall auch einen guten Abschluss finden, nicht irgendwie hier toxic rausgehen. Und bin aber cool mit allen. Für alle Beteiligten ist es jetzt voll okay, dass ich abhaue. Und dann hat mir ich bin ja in meinem VW-Bus, mit dem bin ich von Berlin bis nach Barcelona gefahren. Und der Plan war dann, die Fähre zu nehmen von Barcelona nach Ibiza, die geht 9,5 Stunden. Und ich habe mir so richtig so eine fette Cabin gebucht. Und dachte mir, da kriege ich da ein bisschen Schlaf ab. Ich bin auf das Boot gestiegen, habe mir ein fettes Menü zusammengestellt, irgendwie Spaghetti Bolognese, vegan, richtig cool. Und dann ist die Fähre gestartet. Ich hatte gerade das ganze Essen drin. Ich wusste das nicht über mich. Ich bin so dermaßen seekrank geworden nach 5 Minuten. Nach 10 Minuten habe ich gekotzt. Und ansonsten war die Fahrt dann echt scheiße. Also weil ich habe dann nicht mehr geschlafen, weil es war halt auch Hochsee, ne? Also sozusagen, vielleicht auch deswegen. Also sie hat einfach gewackelt, diese Fähre. Jetzt bin ich auf Ibiza. Ja, bin dann ein paar Tage hier. Nicht ganz eine Woche, ein bisschen weniger. Und werde dann mit dem Van wieder zurückfahren. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß. Erstmal bei dem Teil des Videos und sorry, dass das so ultra confusing ist. In diesem Sinne, bis gleich. Wir sehen uns am Ende des Videos wieder. Hoffentlich mit einer besseren Frisur. Vielleicht auch nicht. Hey Siri. Stopp. Ich tue hier so, als wäre es irgendwie 5 Uhr morgens. Es ist 8.22 Uhr. Ich bin gestern noch spät ins Bett gegangen. Ich bin um 8.50 Uhr verabredet, in den Gym zu gehen. Beziehungsweise dann fahren wir los. Ja. Und zwar habt ihr ja schon wahrscheinlich gesehen oder auf einmal nach anderen Kanälen möglicherweise auch, ich bin ausgewandert nach Ibiza. Ich bin hierher gezogen
das ist richtig cool. Einerseits und bringt aber natürlich viele Fragen für die Leute, die es interessiert, offensichtlich auch nur mit. Und zwar, was ist mit Berlin, was ist mit meiner Wohnung da, was ist mit meinem Studio da, was ist mit meinen Freunden, mit meiner Familie, was mit Wayne Niels. Die Leute, die meinen Kanal wegen Wayne Niels abonniert haben oder mich darüber gefunden haben, die haben bestimmt auch schon Nils Video dazu gesehen. Es gibt Veränderungen bei uns und ich will da jetzt kein meine Meinung dazu Video drehen, sondern einfach nur, keine Ahnung, auch was dazu sagen, weil ich habe ja auch eine, ich habe ja auch eine Community und will da auch nicht mehr Senf dazu geben, einfach nur, also ne, ich werde wahrscheinlich auch ganz ähnliche Sachen sagen, aber halt auch, dass ihr es einmal von mir gehört habt, genau. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz rein. Ne, ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ob ich hier so frei sprechen kann. So, das ist jetzt die 6., 7. Aufnahme, die ich anfange. Ich finde es immer voll unnötig, wenn YouTuber das dazu sagen. Ja, I know it's hard. Aber es ist schwierig, drüber zu reden und die richtigen Worte zu finden. Ich glaube, ganz basic, ne? Ich bin auf Ibiza. Und das ist richtig cool. Und ich freue mich richtig doll darüber. Ich habe ein ziemlich hartes Jahr hinter mir. Corona hat unglaublich viele Existenzen von Menschen zerstört. Und Leben geraubt und Familien auseinandergerissen und die Existenzen von Leuten zerstört. Und denen wahnsinnig viel genommen. Und ich glaube, wir haben alle einfach wahnsinnig krass unter der Pandemie gelitten oder leiden da immer noch drunter. Für mich war es auch tough. Und ich glaube, viele Sachen, die ich mir vorgenommen hatte oder wie ich gelebt hatte, haben nicht mehr so richtig funktioniert während der Pandemie. Ich bin wahnsinnig viel reisen gegangen und das hat mir immer wahnsinnig viel gegeben, weil ich neue Orte sehen und neue Menschen kennenlernen. Und ne, die Pandemie hat offensichtlich in der Lockdown so dafür gesorgt, dass man so ein bisschen eingesperrt war in seiner Stadt. Und ich finde gerade Berlin ist ehrlich gesagt nicht so wirklich lebenswert während einer Pandemie oder während der Pandemie oder während des Lockdowns, weil all die Sachen, die Berlin so wahnsinnig toll machen, die gingen alle nicht. Und deswegen gab es ganz viele Sachen, mit denen ich mich unwohl gefühlt habe und ganz viele Sachen haben damit reingesteuert, wie das Studio oder wie das alles mit Wayne Niels, die Shitstorms und obviously privater Stuff. Und das hat alles dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen erkennende Lust mehr auf Berlin hatte. Ich war irgendwie so grundauf einfach unglücklich mit allem, was war. Und immer wenn ich versucht habe, Sachen neu zu machen oder neu zu erfinden und mir neue Orte zu erschließen oder neue Leute kennenzulernen, war das irgendwie auch nicht das Richtige. Und das hat mich dazu gebracht, zu der Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, Theo, du musst dein Leben einmal komplett aufräumen. Und meiner Meinung nach, also ich habe es angefangen und dachte mir, okay, in 2-3 Wochen bin ich dann durch und dann geht mein neues Leben los. Das Aufräumen hat von März bis Anfang August gedauert. Also es war echt viel Zeit, die ich damit verbracht habe, irgendwie private Arbeitssituationen, Strukturen komplett neu zu denken und umzuschachteln. Naja, und am Ende bin ich auf Ibiza gelandet. Also schon lustig, also ne, ich war irgendwie nötig und ich bin voll froh, dass es jetzt so ist und bin trotzdem natürlich ultra, nicht traurig, aber ich bin, hab jetzt schon, ist so super nostalgisch, wenn ich an die Zeit vorher denke. Die einzige zum Gym fahren, ne? Die Tortilla ist komplett in 5000 Einzelteile zerfallen, deswegen ist es jetzt eher so Kaiserschmarrn-Tortilla.
keinen Plan, ob das so geht. Neue Ringe mir hier auf dem Markt in Ibiza gekauft. Ich muss mal mehr hier filmen wieder mit meiner Kamera, aber ich war mir noch nicht so ganz sicher, weil ich ja erst dieses Video hier machen will. Das war mir wichtig, dass ich da einmal Leute abhole. Ja, die Frage, die ich die im Raum steht, vielleicht interessiert es auch einfach keinen, aber ich habe das Gefühl schon, weil einfach eine große Audience natürlich von Wayne Nils oder da so Überlappungen sind, mir hier auch folgen. Und Nils hat wahrscheinlich jetzt vor ein, zwei Wochen, ein Statement-Video hochgeladen. Und ich dachte, ich sage da auch was zu. Aber ich will auf keinen Fall jetzt irgendeinen Social-Media-Krieg anfangen oder sagen, ey, das und das ist meine Wahrheit und so. Ich glaube, ich wollte nur einfach auch einmal sagen, dass es einfach erstmal, dass es eine wahnsinnig unglaublich ultra fucking insanely schöne Zeit war, die ich nie in meinem ganzen Leben vergessen werde. Die mir so viel bedeutet, mich so viel weitergebracht hat, nicht nur jobtechnisch, sondern auch menschlich auf eine ganz andere Ebene gehoben hat und mich in Situationen gesteckt hat, die ich mir nicht im Traum hätte ausmalen können, jemals erleben zu dürfen, können oder aber auch müssen. Und ich glaube, Wayne Nils war voll die Möglichkeit und Fundgrube für uns, tolle Sachen zu erleben und tolle Freundschaften zu bauen. Und da drin haben wir wirklich, wirklich tolle Sachen erlebt. Und die Anfangszeit war super schön und so ganz magisch und wie wenn man verliebt ist, so eine rosarote Brille auf hat. Und irgendwie hat man alles ausgehalten und durchgezogen. Und diese erste Tour, die wir gemacht haben, die durch ganz Deutschland ging, in der wir alle so viel Produktion und Postproduktion gemacht haben, es war eigentlich gar nicht auszuhalten. Wir sind auch alle krank geworden auf der Tour, oder ich zumindest, weil es einfach ein krasses Stresslevel war, was aber voll tragbar war, weil wir diese rosa-rote Brille hatten, weil alles so gut funktioniert hat und weil wir plötzlich eine Audience hatten, weil wir eine Message hatten, die wir spreaden können und weil uns es so Spaß gemacht hat, diese Videos zu drehen und zusammen unterwegs zu sein. Das ist ich habe das zumindest in Beziehungen überlebt, oder das ist so stereotypisch, sagt man, das ist ja auch manchmal so, dass irgendwann verliert man halt diese Brille, rosa-rote, und dann ist das ist voll okay und ich glaube, man kann sich da voll easy drin arrangieren und gucken, wo sind Problems und Herausforderungen zwischenmenschlich und aber auch arbeitstechnisch, weil, mein Gott, wir sind alle wahnsinnig unterschiedliche Individuen. Nur ist es krass, wenn man das mit 10 Leuten machen muss. Und wenn man dann einen Realitätscheck nach der rosa-roten Brille mit 10 Leuten machen muss und gucken muss, hey, wo waren wir da nicht, was ist da das Problem, was können wir da angehen. Das ist einfach eine ganze Menge und ich glaube, diese Herausforderung auf jeden Fall waren wir uns so nicht bewusst, dass es so krass ist. Weil natürlich im ersten Moment, wo man sagt so, ey yo, wir ziehen zusammen, ey yo, wir fliegen dahin, ey yo, wir machen das, wir ziehen jetzt dieses YouTube-Konzept durch. Da war ganz viel, ich glaube, man war bereit für die Herausforderung, aber keiner wusste wirklich, wie intensiv das wird. Und der Lockdown hat das natürlich nochmal ganz schön doll verstärkt. Und in der WG sein im Lockdown, generell der Lockdown war schwierig, und in der WG sein im Lockdown ist schwierig, aber in einer Wohngemeinschaft zu sein, in der man Arbeitskollegen ja irgendwie ist und zusammen wohnt und auch noch beste Freundschaften und eine Beziehung da drin stattfindet, das ist einfach so viel, was menschlich man so nicht aushalten muss, sondern so erlebt. Und das ist, glaube ich, alles, was man dazu sagen kann. Alle menschlichen Fuck-ups oder Streits oder Diskussionen oder was nicht hingehauen hat, ich glaube, das ist total egal und gehört nicht ins Internet. Ist immer meine Meinung dazu gewesen. So, seit dem Dreh von dem Video ist ungefähr ein Monat vergangen. Und welche Stadt ich jetzt ziehe, erzähle ich euch nicht, aber ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, welche Stadt ihr denkt, dass ich ziehe. Und wir dürfen nehmen wir ein Fuckboy-Ticket auf, oder? Let's go! Okay. Du bist nicht gefallen. Sheesh. We'll be right back.
Okay, und was? Oh, warte. Okay, bevor das Video vorbei ist, wollte ich noch unbedingt eine Sache erzählen und dir auch, Tobi. Und ja. zwar.